Danke, Michaela. Friedensmahn wachen. Mahn wachen. Mahnen und wachen. Ich habe mir ja von einigen Freunden von mir, auch Bekannten, die ich immer wieder versuche zu motivieren, dass sie auf die Friedensmahnwachen kommen, habe ich mir oft sagen lassen müssen, das hört sich ja irgendwie so rechts an, Mahnwachen. Ich finde nicht, ich finde es ist ein starkes Wort, Mahnwachen. Und es hat auch eine friedliche Absicht dahinter. Ja? Mahnen ist nicht schimpfen und wachen ist nicht kämpfen. Perfekt eigentlich für eine Friedensbewegung. Was sich für mich rechts anhört, ist zum Beispiel Humankapital. Das hört sich rechts an. Kollateralschaden. Das hört sich rechts an. Es ist alles irgendwie unlogisch. Und ich habe jetzt gerade mit dem Stan geredet, der hat auch gemeint, dass wenn man nachdenkt über unsere Bredouille, in der wir stecken, über dieses System, das über uns drüber gestülpt wurde, diese Rucksäcke, die man uns auf den Rücken festgeschraubt hat, wenn man darüber nachdenkt, wenn man versucht mit Vernunft darüber nachzudenken, dann lässt sich einfach keine Logik dahinter finden. Und so ist es auch mit unserem Geldsystem. Es ist eigentlich unlogisch. Und ich freue mich, dass der Stan jetzt einen längeren Vortrag halten wird über das Wunder von Wörgl. Ja, freut mich. Danke, Stan.